Das neue Jahr hat gerade begonnen und das auch noch mit einem Knaller. Die Märkte, die sind nach oben explodiert und man kann gar nicht glauben, dass der Markt so stark und vor allen Dingen so senkrecht mehr oder weniger nach oben gewandert ist. Ich bin hier mitten in Tokio, man sieht es hier, und weil es viel spannender ist, die andere Seite der Kamera zu sehen, drehe ich jetzt das Bild mal um. Ich kann aber trotzdem ein bisschen was über die Märkte erzählen und laufe mal hier ein bisschen. Ich bin in Shibuya und laufe hier, naja, sagen wir mal mehr oder weniger ziellos hier rum für die letzten Videoaufnahmen, dass ich mich dann auch gleich wieder an den Chart setzen kann. Also ich habe es eben angedeutet, die Märkte sehr, sehr stark nach oben explodiert. Und zwar mehr oder weniger rund um den Globus. Allerdings Asien, muss man dazu sagen, in Tokio ist, man sieht das hier teilweise, dass die Rollos hier unten sind. Witzigerweise hier auf der linken Seite, weil nämlich hier so diese Tage viel mit Feiertagen zu tun hat. Japan hat ja eine große Feiertagskultur, hat immer wieder viele Feiertage. Und der Jahresanfang, der gehört typischerweise mit dazu. Auch wenn man hier schon sehen kann, dass es natürlich längst nicht alle Läden trifft. Dafür ist einfach zu viel los in Tokio. So, zu viel los an den Märkten, alles noch ohne das Volumen der Marktteilnehmer, der großen Marktteilnehmer, muss man dazu sagen. Denn die Instis, die dürften wahrscheinlich erst wieder ab nächster Woche, also ab Montag, wieder mit dabei sein und bis dahin eher noch hier den Markt fernbleiben, sodass also wohl eher der Haupteinfluss von den privaten Marktteilnehmern kommt. Das hatten wir aber vor 2 Jahren. Naja, das stimmt nicht ganz. Vor etwas mehr als einem Jahr, nämlich Weihnachten 2018 ebenfalls, da haben auch die kleinen Marktteilnehmer den Markt schon mal losgetreten und die Großen haben gesagt, oh, wir haben schon die Hälfte verpasst. Von wegen die Hälfte. Nachher ging es ja doch noch deutlich weiter. Also die Aussichten tatsächlich aktuell sehr, sehr gut. Die Erwartungshaltung weiterhin sehr, sehr bullisch. Man kann damit rechnen, dass der Markt noch eine ganze Menge Bewegung vor sich hat. Wie geht man jetzt damit um? Jetzt noch einspringen in den Markt finde ich normalerweise nicht so sehr spannend, sondern für mich ist es immer am sinnvollsten abzuwarten, dass der Kurs mal ein bisschen korrektiv nach unten kommt, ein bisschen wackelig nach unten kommt und damit die besten Chancen gibt, aus dieser Korrektur heraus den nächsten Schub nach oben eben mitzuhandeln. Also dementsprechend nicht einfach zu sagen, ach komm, ich gehe jetzt mal einfach rein. Das sind dann die typischen Trades, wo man dann am höchsten Punkt eingestiegen ist. Und weil der Markt ja so stark gestiegen ist, die ganze Korrektur dann nochmal aussitzen muss, was manchmal ein bisschen wehtut und nicht jedem dann wirklich gut gefällt, da hat man oftmals ein ganz schlechtes Gefühl mit dabei. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall sinnvoll, die Korrektur erstmal abzuwarten und dann einzusteigen. Das hat nämlich noch einen zweiten Vorteil. Wenn man die Korrektur abwartet, dann sieht man, dass die Gegenrichtung, also diese Korrekturrichtung, auch tatsächlich korrektiv aussieht, also dementsprechend nicht die gleiche Stärke zeigt. Und man hat dann bessere Chancen, dann auf der richtigen Seite mit dabei zu sein. Ansonsten, nachrichtenseitig heute um 3:45 Daten aus Amerika, der Manufacturing PMI, der Einkaufsmanager-Index der, des produzierenden Gewerbes. Da ist auf jeden Fall eine Chance, dass da ein bisschen Bewegung da ist. Allerdings, jetzt so zwischen den Jahren, es gibt wenig, auch wenn das Jahr jetzt eigentlich schon gerade wieder angefangen hat, es gibt wenig verlässliche Aussagen zu den Erwartungen. Das heißt, ich muss gestehen, ich weiß da auch jetzt nicht genau, mit was man rechnen sollte. Das macht es natürlich ein wenig spannend. Auf der anderen Seite, da ja die Instis im Moment sowieso alle nicht da sind, müssen wir mal abwarten, was passiert. Aber es besteht zumindest eine gewisse Chance, dass um diese Uhrzeit dann gewackelt wird am Markt. Wir dürfen aber nicht überbewerten. Erstens, es gibt keine Erwartungshaltung. Und zweitens, die meisten Privaten haben auch nicht wirklich eine Ahnung, was sie für eine Marktbewegung oder was sie für einen Wert erwarten sollten. Und dementsprechend, wie werden sie damit umgehen? Das wird ein großes Ratespiel sein. Trotz alledem, 3:45 ist das, sollte man mal drauf gucken und notfalls gewappnet sein, wenn dann eine Bewegung lostritt. Ansonsten selber nochmal drauf gucken. Goldpreis im großen Bild aktuell sehr, sehr interessant, wie ich finde. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten, denn der Markt hat dort ein großes Bild auf Tagesbasis getriggert und vielleicht eine gute Chance im Euro gegen den US-Dollar dort im kleineren Bild, dass da etwas getriggert wurde. Und jetzt laufen wir nochmal einmal hier über die Kreuzung, gucken uns mal das ganze blaue Wunder hier an, was man hier erleben kann. Das hier, wie gesagt, alles in Shibuya, immer noch recht schön geschmückt und vorbereitet für, auf was da jetzt noch alles kommen mag. So, in diesem Sinne bleibt mir jetzt noch übrig, Ihnen ans Herz zu legen, entweder
den Trade des Tages. Das ist eine Plattform, auf der wir jeden Tag eine Trading-Idee veröffentlichen, die wir selber für uns so nutzen wollen, mit ganz konkreten Ein- und Ausstiegssignalen. Also, wer sagt, ich hätte gerne noch ein bisschen Butter bei den Fischen, ganz konkrete Trading-Idee mit Einstieg, mit Ausstieg, mit Überlegungen, wie ich mit Stops und so weiter umgehen soll, der ist damit gut bedient, sollte sich das mal genauer angucken. Alternativ bzw. additiv eigentlich gibt es noch das Trade to Go für diejenigen, die sagen, ich brauche sowas auch auf meinem Handy, was nützt mir das, wenn ich das hin und wieder mal selber nachlesen will, ich will eine Nachricht haben, jetzt ist irgendwas Cooles da. Melden Sie sich dafür an. Beides ist kostenfrei. Sie müssen sich nur anmelden. Das ist das. Wir haben entsprechend Sponsorpartner, die das für Sie übernehmen. Insofern haben Sie nichts zu verlieren. Probieren Sie es aus. Gucken Sie es sich an. Ich freue mich, wenn wir uns dann dort wiedersehen und viele, viele Zusatzinformationen über diesen Kanal dann eben auch nochmal rausschicken können. In diesem Sinne drücke ich für heute und für das ganze Jahr Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind, wir alle auf der richtigen Seite sind und wir viel Spaß haben an den Märkten. In diesem Sinne bleiben Sie gesund, traden Sie erfolgreich. Bis bald.